Dann kommen wir auch gleich dann zum Thema Bewegungsmangel. Also ich meine, das ist ja wirklich, das bespricht man ja immer wieder, eben auch Bewegung, wie wichtig Bewegung ist und gesunde Ernährung und so weiter. Und trotzdem ist auch das für mich ein bisschen überraschend, weil ich denke, wenn ich mich bewege, ich weiß nicht, dann würde ich fast sogar erwarten, dass meine Muskeln noch häufiger eine Zellteilung durchmachen, als wenn ich mich nicht bewege. Ja? Das stimmt, aber genauso ähnlich wie es beim Fett vorher war, ist es auch bei den Muskeln. Auch, wir wissen auch, dass Muskeln aktiv sind, endokrin aktiv, die produzieren Botenstoffe, die man wieder zusammenfasst als die Myokine. Das ist eine ganze Liste an Substanzen. Was heißt das? Myokin bedeutet wörtlich übersetzt einfach nur ein Botenstoff, der aus der Muskulatur stammt. Mhm. Und die sind jetzt gut oder schlecht? Die sind jetzt wiederum gut. Okay. Die sorgen für zum Beispiel eine erhöhte Insulinempfindlichkeit des Gewebes. Das heißt, das kennt jeder Diabetiker sehr gut. Wenn sie nur eine halbe Stunde stramm gelaufen sind, brauchen insulinpflichtige Diabetiker vor der nächsten Mahlzeit deutlich weniger Insulin. Mhm. Das führt um die gleiche Menge an Glucose, Traubenzucker aufzunehmen. Das heißt, das ist zum Beispiel ein ganz leicht ablesbarer Faktor. Hyperinsulinismus, hohe Insulinspiegel, ist so ein typisches Problem unserer Ernährung, wie vorher auch gesagt, der sehr eng wahrscheinlich mit der Auftretenswahrscheinlichkeit von Krebs assoziiert ist. Insulin ist ein ganz wichtiger Wachstumsfaktor.